Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Kurzgesagt. Im letzten Part haben wir ja schon eine Idee ausgehandelt. Wir haben mit Kafuni reden, der hat uns dann eine Adresse gegeben, wo wir hin sollen. Und zwar, wir sollen jetzt nach Shunjiko zu dieser Tür mit dem wie heißt es, mit dem Zahlenschloss wollen wir ran, dem Tastenkombinationsfeld. Und ja, die Kombination haben wir, ich habe sie mir gemerkt. Ja, und ja, jetzt schauen wir mal, was uns da jetzt in Shinjuku erwartet. Speicher. Na, gut. Dann rennen wir mal nach vorne. Komm, lauf, Ayami. Komm. Und hier? Nee, immer weiter unten. Das war eine Tür, wo man nicht rein konnte. Da war es ja. So, Ayami. Ich hoffe, wir können jetzt irgendwas machen. Wir nutzen das Ding. Ja. Es funktioniert. Es sieht so aus, als wäre Kasumis Tipp keine Lüge gewesen. Ja, gehen wir rein. Oh, oh. Mal gucken, was jetzt passiert. Irgendwo eine Katze? Nee. Was für ein Gestank. Ich kenne diesen Geruch. Jemand, der Homicide, ja, außerdem arbeitet, weiß ich. Sanity minus 1? Nein, nein. Oh, Investigation auf 60, wow. Professor Minus ist ja fast wieder auf Plus. Okay, wir schlagen uns gut. Das ist hier direkt. Hallo? Was ist denn da unten? Kann man noch weitergehen oder nicht? Okay, wir müssen die ganzen Türen abschauen. Okay, gehen wir zur ersten Tür. Eintreten, aufbrechen. Scheint so, anscheinend als wäre es irgendwie so geworden. Ich kann sie nicht öffnen. Ich drehe doch nicht die Türen ein. Schade. Dann lass mal den Flur entlang. Bäh. Eine Katze da? Nee. Jetzt, wo war ich? Keine Ahnung. War. Soll ich mir das sein? Gehört? Achso, das Wort Ruby. Ist in Blut an die Wand geschrieben worden. Einer. Investigation verbunden. Ja.
Der Geruch, hat, dieser Geruch hat mich nicht getäuscht. Der Körper ist ein wirklich schlimmer Zustand. Wer auch immer das getan hat, hatte genug Zeit, die Leiche zu verstümmeln. Die inneren Organe sind alle zerstört, vielleicht entfernt worden. Was ist das? Das ist eine Papiertüte, die Namen Hinkashi aufgeschrieben worden. Hat Reiner das getan? Ah, also hätten wir die ganzen Türen jetzt nicht öffnen müssen. Da schlafen wir hier durchzusehen. Dann hätte ich ihn nicht sehen. Was ist jetzt diese Papiertüte? Hallo? Mal was machen? Nichts. Nichts hat sich verändert. Nur die Tür. Nee. Woher kommt das Geräusch? Von der ersten Tür. Natürlich, die roten Hände. Und die Tür wackelt auch, genau. Ja. Es hört sich so an, als wäre irgendetwas versuchen will zu entkommen. Komm, wir packen die Tür an. Es wurde ja nicht aufgehört, warum? Gespannt, was jetzt auf dem Vater. Oh, boah, ist das dunkel. Ich sehe ja gar nichts. Diese Katzen sind ja nicht. Ich sehe gar nichts hier, ey. Porzellankatze, irgendwie so. Nein. Okay, ich glaube, wir haben glaube ich auch alle. Oder ein, zwei verloren, keine Ahnung. Oh, yes. Wie viel haben wir noch? Komm, nochmal zusammen. Fernseher. Ihre Fernseher scheint, dann sieht es aus, als wäre in den letzten Jahren nicht benutzt, wäre schon seit Jahren nicht mehr benutzt worden. Ist von einer dicken Schraubstich belegt. Ich zweifle auch, dass er irgendwie wieder funktionieren wird. Einer! Irgendwelche anderen Mädchen. Bilder von verschiedenen Mädchen. Alle Bilder wurden in diesem Raum gemacht. Sieht nicht so aus, als wären das, als wären die von,
Wenn professionell gemachte Bilder, die eine Agentur normalerweise machen würde. Es hat jetzt so wie bei Life is Strange, dass dieser Higashi oder sowas die Mädchen fotografiert hat und sich auch an ihn vergangen hat oder so. Bah! Drecksack. Das ist ja bestimmt so eine Art japanischer Mr. Jeffers. Der geht voll die Picture. Bah! Ich denke mal schon. Bäh. Kommt mir gleich die Galle wieder hoch rein. Kommt mir gleich das Frühstück wieder hoch. Ja, Mädchen. Die alle schauen, sehen so traurig aus und jung. Ich habe schon eine ziemlich gute Idee, wofür diese Bilder benutzt worden sind und an welche Art Typen sie gesehen wurden. Bäh! Rainer? Also, ist es wahr? Das zu denken, dass du in so einem Ort, ach, dass du in so einem Ort warst, da aufgehalten wirst. Das ist nur mit dir geschehen. Irgendetwas ist passiert. Gashi? Du bist wohl zurück. Ach, eine Vision von der Maske. Ja. Ich bin nicht so gut. Wenn gesagt, ich will ins Bett gehen. Tobi. Ignoriere mich nicht. Früher oder später. Wir sind halt immer dieselben. Entschuldigung. Immer und immer wieder. Was genau mit Rainer passiert ist, sehen wir beim nächsten Mal. Ganz spannend.